Willkommen zum höchstwahrscheinlich letzten Part von Super Mario 64. Beim letzten Mal haben wir Regenbogenraserei abgeschlossen. Und jetzt haben wir schon 190 Sterne und es wird nur noch ein Stern. Das wird der rote Münzstern bei der letzten Bowser-Welt sein. Ja, das wird höchstwahrscheinlich der letzte Part. Wir werden jetzt den letzten Bowser, zum letzten Bowser gehen. Oh mein Gott. Mal sehen, was hier so abgeht. Wie schwer hier die Welt ist. Vielleicht wird sie so schwer sein, dass wir es nicht schaffen. Nein, es wird sie auf keinen Fall. Die Welt ist extrem einfach. Dafür, dass die letzte Welt ist. Also da waren Welten wie Tic-Tac-Trauma wesentlich schwerer, finde ich. Wow. Und ich verkacke natürlich gleich am Anfang, wenn ich das sowas sage. Oh Mann. Ach komm, den hat man so. Ja, und ich sterbe natürlich. Da spucke ich große Töne und dann sterbe ich natürlich am Ende doch noch. Ist das geil. Okay. Naja, das ging ja schon mal gut los. Oh Gott, jetzt wäre ich fast wieder runtergefallen, um Himmels Willen. Darf doch nicht wahr sein. Wow. Die Münze. Oh, ich glaube, ich nehme die Münze mal regulär. Ich krieg's gerade nicht hin, irgendwie geil rumzutricksen. Frag dich wieso, es ist halt einfach so gerade. So, das muss reichen. Und einfach Rückwärtssalto machen und warten, bis wieder das Ding rausfährt. Und naja. Eigentlich könnte es einen coolen Seitwärtssprung zu machen, aber gerade war ich nicht in der Lage dazu. Frag dich wieso, es war halt einfach so. Und hier! So! So fing also die Sache mit der Schwerkraft von Mario Galaxy an. Mit Mario 64. Den Erklimmen der Wand bei der letzten Bowser-Welt. Wie heißt die eigentlich? Bowsers Luftschloss. Oh mein Gott. Ah, hier gibt es keine Innenräume. Ganz komisch. Ich würde mich hier nicht so wohlfühlen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. So, ich weiß jetzt nur ganz genau, wo die roten Münzen sind, weil wenn man ein blindes Spiel spielt, dann ist es auf jeden Fall sehr viel. Zum Beispiel, guckt euch das an. Hallo? Nintendo? Ein normaler Mensch findet es doch nicht auf Anhieb. Meine Güte. Ah, nein, okay. So. Gleich hier oben können wir uns wieder ein extra Leben schnappen. So kann man eigentlich sterben, Game Over gehen. Wenn man natürlich mal zu dieser Stelle hinkommt, sei man es zu blöd und stirbt die ganze Zeit an derselben Stelle, bevor man zum extra Leben kommt. So, hier gibt es eine schöne Abkürzung. Keine Ahnung, die Gebäude vom Spiel. Ich habe keine Ahnung. Aber ich nehme die auf jeden Fall immer. Dann spart man sich einen kleinen Weg, aber keinen wirklich großen Weg. Also eine Riesenabkürzung ist es nicht, aber sie ist auf jeden Fall sehr leicht auszuführen. Sollte eigentlich jeder Spieler hinbekommen, diesen Trick. Wäre zumindest komisch, wenn man das nicht hinbekommen würde. Okay, so hier. Wow, egal. Schaden. Macht mir nichts aus. Mario ist jetzt so knallhart. Er ist so sauer, dass er auch seine ganze Zeit Peach entführt. Dafür wird er bezahlen. Wow. Na, das kommt bei Hecki heraus, ne? Wieder mal. Gut, dass ich noch überlebt habe. Das war wieder mal extrem knapp. Ich schaffe hier wirklich die waghalsigsten Sachen und sterbe immer fast. Ach, gefällt mir. Diese Spannung, die ich hier aufbaue über ein Fails. Ist das schön. Wow. Eigentlich muss man warten, bis dieses Teil kommt, aber das habe ich mir komplett erspart. Schön, dass das geklappt hat. Hätte ich nicht gedacht, dass das hinhaut. Okay, bis jetzt soll es wirklich ausgezeichnet, bis jetzt nur einmal gestorben. Vielleicht wird sogar der letzte tot gewesen sein. Würde ich zumindest gut heißen. So, da vorne ist die nächste rote Münze. Und schon die siebte. Es geht auf jeden Fall voran. Man sieht also, es ist auf jeden Fall eine sehr leichte Bowser-Welt. Ich fand die zweite eigentlich ein bisschen schwerer sogar. Da bin ich, glaube ich, sogar mehr als einmal gestorben. Ich weiß es aber nicht mehr. War vielleicht ein bisschen sehr her. Aber vielleicht sehe ich das nur so. Okay, gleich haben wir die letzte rote Münze. Dann ist zumindest der 120. Stern schon im Kasten. Der 120. Stern. Ist doch der Wahnsinn. Und wo ist der Stern? Wo ist die Münze? Wo ist die Münze? Die Münze versteckt sich ganz fies hinter der Treppe. Extrem fies versteckt. Und somit ist der Stern unser. Der letzte Stern im ganzen Spiel. Genießt die letzte Sequenz, wo Mario den Dance macht, wenn er einen Stern aufsammelt. Weil jetzt haben wir den letzten Stern im ganzen Spiel. Der 120. Stern! Unglaublich, du hast alle weiteren einen weiteren Stern erhalten. Leid dir Unsinn. Okay, also kein Kommentar vom Spiel, dass du alle Sterne gesammelt hast. Ein bisschen schade. Ey, wir haben noch mehr als genug Zeit. Bowser schaffen wir auf jeden Fall noch. Mal gucken, was der jetzt hier von uns will. Oh mein Gott, der letzte Kampf gegen Bowser, den muss ich jetzt extrem episch wie sonst was. Und diesmal da auch ordentlich an Kraft zugelegt. Mario, wie schön dich zu sehen. Ich dachte gerade an eine Grillparty, schon bist du da. Jetzt brauche ich mir wenigstens keine Gedanken zu machen, was ich grille, nämlich dich.
dann gehört die Prinzessin endgültig mir und ich bin auf ewig der Herrscher des Schlosses. Ja, hättest du wohl so gerne, aber vorher werden wir dich einfach mal fertig machen, Bowser. Vergiss es also. So, komm mal mit hier. Ich habe eine schöne Überraschung für dich. Nämlich eine schöne, ein schöner Knall auf eine Bombe. Oh, oh. Naja. Ey, trifft er sogar noch eine Bombe? Das wäre zu geil gewesen. Er hätte trotzdem noch eine Bombe getroffen. Aber okay. Schade. Man soll am besten verhindern, dass er sowas macht. So, und er zerstört jetzt nach und nach immer die Map hier. Deswegen, aber ey, das ist gerade gut, dass er jetzt gerade so nah dran ist. Das könnte mir jetzt hier helfen. Und, ups. Okay, jetzt mal genau abpassen. Das ist gar nicht so einfach. Mein Timing ist nicht immer optimal. Und, ja. Na, oh, schade. Hier ist es etwas, hier ist das Spiel viel genauer als in den ersten Welten, was Bowser angeht, also was die Würfe angeht. Muss man leider echt sagen. Wow, aua, übertreib's doch. Wir sind doch Freunde, Bowser. Naja, eigentlich nicht wirklich. So. Komm, das ist hier doch jetzt, oder? Sehr schön. Der erste. Das erste Leben, weil hier der jetzt mehr als nur ein Leben, wie man sieht. Schade. Oh nee, ich sterb gleich. Okay, naja. Gut, dass es einen Checkpoint gibt, ne? Na. Aber vielleicht stampfen sie doch trotzdem noch mit zwei Leben. Wäre zumindest schön. Oh oh. War ein bisschen sehr schwach, der Wurf. Oh nee. Warum hat er keinen Hechtsprung gemacht, der Mario? Okay, jetzt komm. Ganz vorsichtig. Und der zweite Treffer. Mal sehen, schaffen sie es tatsächlich noch? Das wäre ja schön. Wenn wir das noch schaffen. Würde mir voll gefallen. Oh, wow, wow, wow. Chill mal, Bowser. Oh Gott, bitte nicht. Oh Gott, komm. Den Sprung, das müssen wir jetzt schaffen. Och nee, wie doof. Oh nee, bitte nicht. Und man sieht, die ganze Welt ist jetzt ein riesiger Stern. Oh, war ja. Nein! Nein! Oh Gott, ein Energiepunkt. Ey, vielleicht schaffen wir es ja doch noch. Okay, komm jetzt. Nein! Verdammt! Scheiße! Oh Gott, jetzt können wir sterben. Jetzt können wir sehr gut sterben. Oh, um Himmels Willen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Er ist so nah an der Kante jetzt. Es wird immer gefährlicher. Ich mach's okay noch spannend, tatsächlich. So. Nein! Oh, wie vorbei ging das denn jetzt mal? Oh Mann, ich sterbe hier wirklich noch, wenn es so weitergeht. Und vor allem, wenn die Kamera nicht mitmacht. Oh Gott. Wow! Lass mich bloß in Ruhe, du scheiß Bowser. Hey, du! Gut, dass du in der Kante sitzt. Jetzt kann ich dich schön dagegen werfen. Okay, jetzt perfektes Timing. Moment, ich war ein bisschen langsamer. Och Gott, was ist denn gerade los? Ich kann ja gerade gar nicht mehr timen. Kann ja nicht wahr sein. Um Himmels Willen. Na, Bowser, versuch's doch. Los, renn auf mich zu. Wow. Komm her. Ich brauche jetzt. Ich werde dich jetzt umbringen. Ich will dich jetzt ein für alle Mal besiegen. Ey, was ist denn gerade los? Ich kriege da gerade gar keinen Timing mehr hin. Das ist ja katastrophal, dass ich gerade zusammenspiele. Meine Güte. Ich habe gerade wirklich jede Chance. Um Himmels Willen. Oh nee. Und tot bin ich. Seufz, es war so knapp wieder mal. Warum muss ich denn jetzt noch sterben, ey? Wie doof. Ach nö. Wie blöd. Aber hier können wir uns mal ein extra Leben holen. Game Over können wir auf keinen Fall noch gehen. Und auf jeden Fall zu der letzte Part. Ich werde jetzt hier nicht noch einen extra Part machen, das verspreche ich euch. So. Aber jetzt wird es ein bisschen schneller gehen, weil wir uns in den Dialog überspringen können, weil wir jetzt etwas besser eingestellt sind auf seine Angriffe. So, ja, 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 ja. So, komm jetzt. Ich werde gleich mal die erste Bombe werfen. Darauf freust du dich sicher schon richtig. Okay, komm jetzt. Jetzt mal ein bisschen besser timen. Um Himmels Willen. Geht ja mal gar nicht, was ich zusammen spiele. Mal gucken. So. Na, 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 na. Na komm, das muss doch zählen. Ja, Gott sei Dank. Hat noch gezählt. So, jetzt einfach genau wieder greifen, wenn er wieder aufsteht. Yeah. Fette Sache. Und dann hier die nächste Bombe. Ach ja. Wenn man sich Zeit lässt, dann geht eigentlich alles. Wieder genau abpassen. Ja, ich hätte jetzt mein Joystick geklapper. Ah. Oh, was war das denn mal wieder? Ich krieg's nicht hin, oder? Ich krieg's einfach nicht hin. Ich bin zu schlecht einfach, was Timing angeht. Na, Bowser. Vergebliche Versuche hier, ne? Ach, Bowser. Ja, bloß auf damit. Oh, ich hatte so große Angst wegen des irgendwie Feuer. Das hätte nicht mehr hingehauen. Wow. Komm her. Okay, ich hoffe, das erfolgt mir jetzt. Oh ne, komm, da reichen ganz leichter. Gut, sehr schön.
Na, Bowser, gibst du schon auf? Schon der zweite Treffer. Oh nee, wie dumm. Das war so eine perfekte Chance eigentlich. Schade eigentlich. Oh, wie dumm. Scheiße. Komm schon, Bowser. So, komm jetzt. Das ist doch geschenkt. Naja, nicht wirklich, aber... Na komm, das muss er jetzt hinhauen. Och Gott, ey, das war wieder so knapp eigentlich. Schade eigentlich, dass er jetzt nicht geklappt hat. Der Wurf war auf jeden Fall besser abgepasst als vorher, als sonst immer. Ja, Bowser, versuch's doch einfach, ey. Nicht zu glauben. Da versucht er mich noch hier aufzuhalten. Wenn ich ihn töten gleich... Ich werde ihn gleich töten. So. Ey, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu schlecht einfach, was Timing angeht. Das ist nicht zu glauben. Ich kann das so fahren, was das angeht, was ich gerade zusammen spiele. Wow, aua. Chill mal, Bowser. Komm einfach jetzt hier, geh die Bombe. Das habe ich genug. Ach nee, jetzt habe ich so wenig Schwung. Oh Mann, das dauert ja ewig, was ich zusammen spiele. Nicht zu glauben. Au, 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 au. So, Bowser ist auch so schön langsam. Och komm schon, das hätte er doch mal ruhig sehen können, mal ganz im Ernst. Ey, ich sterbe hier wirklich wieder. Ich will nicht sterben, nochmal. Genug gestorben jetzt. Und tot bin ich. Ey, ich brauchte echt ewig bei dieser blöden, einfachen Mission. Um Himmels Willen, das dauert viel zu lange gerade. So, extra dem scheiße ich jetzt drauf. Wir haben noch genug Leben. Meine Güte, brauche ich hier lange. Ich bin so schlecht, was Timing angeht. Das ist echt nicht mehr schön. Der Vorführeffekt macht ja auch noch alles weg. Ja, ja, Bowser. Du bist extrem krass und so. Ich hab's verstanden. So, Bowser. Jetzt reicht's aber wirklich. 3 ist die Glückszahl. Schon davon gehört, Bowser? Naja, das kann ich wieder vergessen. Die Flamme wird mir wieder einen Strich durch die Rechnung machen. So, hier macht er besonders hier noch Munken. Mit Schwanzgreifen. Oh, wie doof. Das sollte ich lieber gleich lassen. Das wird eh so nix. Natürlich. Wenn es noch nicht drauf ankommt, dann schaffe ich natürlich solche Würfe. Schon klar. Ist ja so, ne? Och, na klar. Greif halt nicht, Mario. Greifen, ja. Das ist ja überbewertet. Greifen muss man ja nicht. Ist schon recht. Und natürlich schaffen wir jetzt wieder mal alle auf Anni wahrscheinlich wieder. Ey, ich krieg's nicht hin. Ich bin zu schlecht einfach. Ist einfach so. Ich kann das nicht. Gut, dass es nur einmal in Mario Spiel vorkam, mit diesem blöden Timing. Bin ich sogar sehr froh drüber. Meine Güte. Spiel ich Mist zusammen. Oh, wie schlecht. War wieder mal geschenkter Wurf. Griff. So, komm jetzt. Mal ganz im Ernst. Geht echt mir klar, wie schlecht ich hier spiele. So, jetzt hier genau abpassen. Och, Leute. Ey, das wird, warum zählt der das denn nicht, Mann? Wie ich sowas doch hasse. Komm. Hör jetzt auf, rumzunerven. Du nervst mich wirklich gerade sehr. Och, Leute. Es macht mir gerade wirklich keinen Spaß. Ah, ich bin so schlecht. So richtig schlecht. Ey, diese Hechtsprünge kriege ich eh so nie hin. Nie. Komm jetzt. Ich habe genug jetzt. Wirklich langsam, wirklich. Sagt einfach nichts dazu. Ich bin einfach so schlecht. Oh Mann, ich kann das nicht. Die Bowser-Kämpfe kann ich alle überhaupt nicht. Geht echt nicht mehr klar, wie ich ein schlechtes Spiele. Na, trifft er zumindest die andere Bombe dafür? Natürlich nicht. Das Spiel wäre ja nett von mir. Wäre ja nett vom Spiel, ne? Aber natürlich ist das Spiel nicht nett zu mir. Hat keine Gnade. Wow, der Hechtsprung sogar mal klappt. Ist ja der Wahnsinn. Na komm jetzt. Ey, wie schlecht bin ich? So, komm jetzt. So, nur noch ein Treffer, dann hab ich's. Das wird doch jetzt mal langsam, hoffentlich.
Ja, versuch's doch ruhig. Wow. Nicht nochmal runterfallen. So, und jetzt hier. Komm jetzt. Ich hab jetzt genug. Wirklich jetzt. Langsam werde ich ein bisschen sehr genervt. Tut mir echt leid. Aber langsam habe ich genug. Langsam habe ich echt genug. Ach Leute, Mann. Schafft den schnellen Wurf nicht. Ich pack das nicht. Ey, hör auf. Hä? Okay, das Geräusch war gerade anders. Na komm jetzt. Ja, 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 ja. Endlich. Endlich, endlich, endlich geschafft. Nach 1000 Jahren habe ich endlich geschafft, den Wurf zu machen. Ich glaub's nicht, du hast mich besiegt. Wie konnte das nur geschehen? Meine Truppen, die Sterne, alles umsonst. Was? Es gab insgesamt 120 Sterne im Schloss zu finden. Dann habe ich wohl einige bei meiner Suche übersehen. Jetzt kehrt der Frieden zurück in die Welten der Gemälde. Was für ein fürchterlicher Gedanke. Ah, das kann ich mir nicht länger ansehen. Ich verschwinde. Bis zum nächsten Mal. Ich komme wieder. Tja, Bowser. Man legt sich ja nicht mit Mario an. Anscheinend ja doch. Ich bin jetzt einmal gestorben mit er zum ersten Mal. Oh Mann. Das hat ein bisschen sehr lang gedauert. Tut mir ein bisschen leid. Aber okay. Der letzte Stern, der leider nicht als Stern zählt. Eigentlich gäbe es also 121 Sterne, wenn man es mal genau nimmt. Aber er wird nicht bei der Statistik gewertet. Und Mario nimmt sich die Flugkappe und fliegt weg. Wohin auch immer. Keine Ahnung, wo es hier einen Ausweg geben soll. Keine Ahnung. Oh, endlich haben wir es geschafft. Hat er nur eine halbe Ewigkeit gedauert, den Bowser zu töten. Oh Mann, damit der Part hat echt ein bisschen sehr lang. Weil ich noch einen Bonus anhängen werde, weil 120 Sterne wollen wir auch nicht völlig umsonst gesammelt haben, weil es nämlich einen kleinen Bonus noch gibt. Okay, weil erstmal befreien wir Peach. Mit allen Sternen, die es im Schloss gegeben hat. So, ich bin so ein bisschen ruhig, weil jetzt kommt eine Sequenz mit Sprachausgabe. Ach, kein Ding. Eine Überraschung? Lass mal hören. Was? Ein Kuss? Yeah! Auf den Riesenzinken. Das reicht für die Freude von Mario. Here we go! Listen, everybody. Let's make a delicious cake. For Mario. Einen leckeren Kuchen für Mario? Da würde ich nicht Nein sagen, Mario, hä? So, und jetzt ganz rätselhaft. Wo guckt Mario jetzt hin? Gleich. Wohin? Guckt er den Spieler an? Man weiß es nicht. Vielleicht guckt er den Spieler an und will Dankeschön sagen. Oder guckt den Himmel an und freut sich darüber, dass er es geschafft hat. Man weiß es nicht. So, jetzt kommen die Credits. Was halte ich vom Spiel? Also, es ist einer der besten Jump and Runs aller Zeiten. Kann man auf keinen Fall bestreiten. Ja. Wo soll ich anfangen? Es war was ganz Neues einfach. 3D. Die Grafik finde ich heute noch ganz schön. Und das Tolle finde ich eben auch die unzähligen Sprünge, die man durchführen kann. Nimmt mal irgendein Jump'n'Run, wo man so eine unzählige Anzahl an Sprungtricks hat. Ich kenne da wirklich kein Spiel bis jetzt. Also wirklich, die 3D-Mario ist alle einfach 1A, finde ich. Für mich ist aber das immer noch das Beste. Weil es einfach hier das Genre richtig gepredigt hat. Also 3D-Jump'n'Run. Also
unzählige Sprünge. Es macht wirklich riesig Spaß, da durchzuwaschen durch das Spiel. Die langsame Motivation kommt beim Spiel eben auch durch die ganzen Tricks, die es gibt, um abzukürzen und solche Sachen. So kommt immer die langsame Motivation im Spiel. Und ja. Jo. Also auf jeden Fall richtig geiles Spiel. Also die Musik im Ending Credits finde ich auch richtig schön. Und hier sieht man nochmal alle Welten. Finde ich echt schön. Also wirklich ein super Spiel. Gehört auf jeden Fall zu den allerbesten Spielen aller Zeiten, wirklich. Kann man auch nicht bestreiten. Zelda, Ocarina of Time und Super Mario 64 sind beide Spiele, dessen Genre gepredigt haben. Ja. Ich habe euch halt jetzt mal wirklich richtige Klassiker gezeigt, die jeder mal gespielt haben wird. Also das Spiel, wenn man Jump'n'Run mag, dann muss man das Spiel auf jeden Fall mal gespielt haben. Also da gibt es einfach keine Widerreden. Das Spiel ist einfach so geil. Man sollte auf jeden Fall den Ursprung des 3D-Jump'n'Runs mal checken und sich mal Super Mario 64 angucken. Jeder, der das noch nicht getan hat, muss es einfach mal tun. Bei Virtual Console kann man ihn für 10 Euro holen, das Spiel. Auf jeden Fall empfehlenswert, wenn man keine N64 hat. Also, wirklich geil das Spiel einfach. Man hat riesig Laune, das Spiel zu spielen. Die Musik ist wirklich geil einfach. Nur wie gesagt, habe ich bereits einmal gesagt, dass ich es ein bisschen schade finde, dass sich die Lieder auf Dauer ein bisschen wiederholt haben, aber da die Musik großartig ist, kann man darüber eigentlich auch ein bisschen etwas hinwegsehen. Die Musik ist einfach so gut, da kann man sie ruhig mehr als einmal hören. Und vor allem diese Credits-Musik ist so geil. La 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 la. Und da steht Mario auf dem U-Boot, ganz verrückt. Aber die Reihenfolge, es gibt irgendwie eine ganz willkürliche Reihenfolge gerade, was die Weltenanzeige angeht. Ganz komisch, aber okay. Und da winkt Mario und Peach. Okay, aber eine Kleinigkeit werde ich euch noch zeigen, bevor ich jetzt das Projekt beende. Nämlich, es gibt nämlich eine Belohnung für die 120 Sterne gesammelt zu haben. Ja, das glaubt oder nicht, es gibt eine Belohnung. Thank you so much for playing my game. Na, gern geschehen, Mario. Und dieses Bild verstehe ich nicht ganz so. Wie soll man das verstehen? Ist es jetzt eine riesige Torte, dass Mario und Peach von Größe werden es ja draufpassen, oder sind es einfach so eine Marzipanpüppchen, die drauf sind? Was würdet ihr sagen, was das sind? Schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, Kommentare, immer schön gern gesehen. Ja. Und jetzt schließ mal ganz kurz die Augen. So, da bin ich wieder. Ja, wir haben jetzt 120 Sterne gesammelt. Was hat das jetzt gebracht? Dieses Rätsellösung werde ich jetzt noch kurz zeigen. Nämlich, hier, diese Kanone war vorher mit Gittern, versperrt. Und jetzt können wir in die Kanone nämlich reinspringen. Und wo bringen uns die Kanone hin? Ganz klar. Wir können uns aufs Schloss schießen. Was wir einfach mal machen. Und Feuer! So, und da oben gibt es nicht nur ganz tolle extra Leben, nämlich hier ist auch Yoshi. Hey Yoshi, wo warst du denn die ganze Zeit? Ich hatte dich vermisst nach Mario World. Hey Mario, seit unserem letzten Abenteuer ist viel Zeit vergangen. Ich freue mich, dich wiederzusehen. Man erzählte mir, dass ich dich hier treffen könnte, aber ich hatte die Hoffnung schon fast aufgegeben. Ist es wahr? Du hast Bowser besiegt und alle gestohlenen Powerstände zurückgeholt? Unglaublich! Und die Prinzessin? Du hast sie gerettet? Cool! Aber ich wusste natürlich, dass du schaffen würdest. Nun habe ich noch eine ganz spezielle Nachricht für dich. Danke, dass du Super Mario 64 gespielt hast. Du hast jetzt alle Sterne gefunden und damit das Spiel beendet. Aber wir haben noch eine kleine Überraschung für dich. Wir hoffen, sie wird dir gefallen. Denn du kannst das Spiel noch mal unter veränderten Bedingungen spielen. Viel Spaß. Es könnte sein, dass du dabei neue Entdeckungen machst, die dir bis jetzt verborgen geblieben sind. Das Super Mario 64 Team. Und Yoshi spendiert uns jetzt ganze 99 Leben. Ist ganz geil. Man kann ihn jetzt immer ansprechen, wenn man das Spiel startet. Hat man 99 Leben und jetzt zeige ich euch nochmal ganz kurz die veränderten Bedingungen, die man bekommt, wenn man 120 Sterne gesammelt hat. Und Yoshi springt jetzt suizid darunter ins Wasserfeld. Leb wohl, Yoshi. Du warst ein guter Freund. Okay, dann hier. Zurück. Hier ist jetzt eine schöne Flugkappe, mit der man jetzt durch die Gegend fliegen kann. So. Und wir fliegen jetzt einmal Schloss nochmal rein, weil in einer ganz bestimmten Welt gibt es einen kleinen Unterschied, was vorher noch nicht der Fall war. Und den Unterschied werde ich euch einmal zeigen. So, rein ins Schloss nochmal. Wo sind eigentlich jetzt Peach und so weiter? Sind alle nicht da. So, also von Yoshi haben wir zum einen jetzt bekommen den ganz neuen Dreifachsprung, wo Glitzer kommt. Und der Vorteil ist bei diesem Sprung eben auch, dass man
keinen Schaden mehr nimmt, wenn man so springt. Aber der Nachteil ist, dass man keinen Warnsprung machen kann mit den Dreifachsprung, finde ich ein bisschen doof. Aber man muss den ja nicht zwingend verwenden. Man kriegt den ja nur, wenn man Yoshi anspricht. Okay, also der Unterschied ist jetzt nämlich in dieser Welt. So, dann wählen wir mal den Stern an, der dafür gemacht ist. Ja, finde das Pinguin. Nee, Quatsch. Besiege den schönen Pinguin. So. Nämlich, der hat sich nämlich ein klein bisschen verändert nach der ganzen Zeit. Und mal sehen, wie er sich jetzt verändert hat. Wie sieht er jetzt aus? Nämlich, er ist jetzt ganz schön fett geworden. Und somit auch ein schwierigerer Gegner. Ja. Okay, dieses Rennen machen wir noch schnell. Und dann beende ich das Let's Play offiziell. Also wirklich ein großartiges Spiel. Also es macht wirklich Spaß einfach. So, dann machen wir das nochmal ganz schnell. Als kleinen Bonus nochmal da an, als Anhängsel. Ja, yeah. Mal sehen, ob ihn, wenn ich ihn schaffe, bin ich glücklich. Ja, wenn man sieht, er drängt viel mehr, weil er eben viel fetter ist. Ist ihm das fiese. So. Also, er ist kein sehr viel schwierigerer Gegner, aber auf jeden Fall eine größere Herausforderung als am Anfang. Kann man schon ruhig sagen. Guckt euch an, wie fies das ist. Voll fies einfach. Ach du Scheiße. Okay. Aber ich will das Rennen noch schaffen. Ist mein Ehrgeiz mal wieder mal. Oh Mann. Dass ich hier nochmal failen muss, sehr blöde. Aber gut. Aber man hat ja mehr als genug Leben jetzt. Ey, man hat sogar 100 Leben bekommen. Hab ich noch gar nicht drauf geachtet. Man sieht, wirklich perfekt ist der Dreifachsprung nicht in diesem Zusammenhang. Also mit dem der Dreifachsprung halt. So, komm jetzt. Man sieht, er ist auf jeden Fall schwieriger. Hab ich es mal gut mit dem Tod bewiesen. Aber gut, jetzt schaffen wir es natürlich. Offiziell ist jetzt 2 die Glückszahl. Es ist immer die Glückszahl, wenn ich gewinne. Also ist 1000 auch die Glückszahl, wenn ich 1000 noch sterbe. Macht Sinn. So. Das ist bloß eine Ruhe. Er ist echt ganz schön fies, dieser Fettsack. Was hat er gemacht in der Zeit, wo wir weg waren? Hat er so viel gegessen oder was? Man weiß es nicht. Keine Ahnung. Oh Gott, oh Gott. Och, nee. Ich sterbe hier natürlich nur mal ganz oft, ne? Es ist echt der Wahnsinn. Ach ja. Aber es ist ja ein schönes Ende dann. Dauerfails. So, 3 ist wie Dux 2, schaffen wir es aber auch mal. Um Himmels Willen. Geht echt nicht mehr an, wie schlecht ich hier gerade spiele. Man sieht, ich habe das Spiel lange nicht mehr gespielt. Haben den ganzen Display jetzt gesehen. Ich bin hab ja schon sehr oft gefailt. So, komm, jetzt genug gehabt. Genug gehampelt hier. Aber gut. Wir können jetzt so oft sterben, wie wir wollen. 99 mal zu sterben ist ja nahezu unmöglich. Würde ich sagen. Also mit 99 Leben Game Over zu gehen, unwahrscheinlich, muss man echt sagen. Okay, so. Vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Auf keinen Fall nochmal runterfallen. Guckt euch diesen Sack an. Er ist so ein Sack. Oh Gott, ich hab's so geschafft. Aber ich weiß nicht, ob ich ihn noch schaffen kann. Uah. Na, so nicht. Ach Leute, was ist denn gerade los? Ich fähre gerade wirklich nur noch. Warum bin ich gerade so schlecht heute? Ich glaube, heute war ich der perfekte Tag, um das Spiel durchzuspielen. Ich werde das Rennen noch schaffen. Egal, wie lange der Part geht. Da wird der Part dann ewig lang. Um Himmels Willen. Ist jetzt scheißegal. Ich werde es noch durchziehen. Versprochen. So, jetzt habe ich einen kleinen Vorteil, weil ich eben jetzt viel näher an der Kante bin. Jetzt durch einen größeren Vorsprung kriegen, vielleicht. So, jetzt komm, jetzt schaffen wir es aber auch mal hier. Um Himmels Willen. Geht ja nicht mehr an, wie schlecht ich hier bin. Ah, das Lied kann man sich ja oft genug anhören in der Zeit. Oh Gott, gefährlich. Lass mich in Ruhe, du Scheiß. Dingo. Wow, das war knapp. Aber jetzt mal schaffen wir es anscheinend. Sieht zumindest gut aus. Und geschafft. Endlich. Meine Güte, was war daran jetzt so schwer? Ich habe keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Was daran jetzt so schwer war, diesen scheiß Pinguin zu schaffen. Naja, ich bin halt ein Noob. Langsam kennt ihr mich ja. Du hast mich geschlagen. Das kann doch nicht wahr sein. Du bist der größte Schlittermeister, den ich kenne. Naja, mehr oder weniger. Eine Goldmedaille kann ich zwar nicht überreichen, aber nimm diesen Stern. Powerstern. Du hast ihn verdient. Okay. So. Dann nehmen wir halt nochmal einen transparenten Stern ausnahmsweise, weil es eben Super Mario 64 ist. Macht keinen Sinn, aber tut mal so, als würde es Sinn machen. Okay, dann ist das jetzt offiziell das Ende vom Let's Play. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht, die ganzen Tricks euch zu präsentieren. Auch wenn es sich fehlerfrei verhält, das Let's Play. Aber vielleicht hat es trotzdem noch ein bisschen Spaß, obwohl ich gefailt habe.
Okay, also wirklich super Spiel. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten Projekte. Als nächstes wird auf jeden Fall Batman Arkham Asylum folgen. Ich freue mich auf jeden Fall auf das Projekt und es wird auf jeden Fall wesentlich weniger fail-lastiger laufen als dieses Spiel hier. Also gut, beim nächsten Let's Play, ne? Tschüss!